genau diesen Ahadi. Was? Wer ist Rustem Ramach? Patrick Meyer, Alter. Yo, Leute, herzlich willkommen bei Max und Chris und Kobi. Kobi ist wieder mit am Start und heute spielen wir YouTuber am echten Namen erraten, Leute. Unsere Namen sind ja klar, Max und Chris, ne? Aber es gibt Künstlernamen quasi auf YouTube, wo keiner wirklich den richtigen Namen weiß. Und Carina und Mone haben sich jetzt echte Namen von YouTubern quasi ausgesucht. Die meisten von euch werdet ihr wahrscheinlich auch nicht kennen. Wobei, ich weiß es nicht, keine Ahnung. Du vielleicht kennst seid ihr mega Stalking. Du bist das richtig widerlich. Du bist hier dieses YouTube-Genie. Ja. Deswegen zerstöre ich euch jetzt auch. Ja, Leute, wir spielen auf jeden Fall gegeneinander. Es sind wie viele insgesamt? 10. Im Grunde genommen geht es dann darum, ne, wer mehr rät und der ist dann der YouTuber am Namen nach erraten Weltmeister. Also genau. Ich. Danke, meine Damen und Herren. Ich zerstöre euch alle. Bleibt auf jeden Fall bis zum Ende dran, Freunde, denn wir haben uns was Geiles überlegt für die zwei Verlierer und dann seht ihr am Ende. Let's go! So, dann fangen wir doch mal an mit dem Namen Viktor Roth. Du warst es auf jeden Fall nicht. Also ich würde schon, jeder einen Punkt. Ja, wir müssen den bumsen. Okay, also 1-1. Also unfair. 1-1-0 auf jeden Fall. Max, läuft schon mal gut los bei dir hier. Dann geht es weiter mit dem Philipp Benz. Mr. Trashback stimmt! Echt jetzt? Ja, Mann. Boah. Trashy, Grüße gehen raus. Ich hätte jetzt irgendwie diese eine gesagt. Wer ist der Technik-YouTuber? Heißt der nicht auch Philipp? Nein. Dieser, wie heißt der? Wisst ihr, wen ich meine? Du Felix Barr. Ja! Felix. Also wie steht's? 2-1-1-0. Ja, ach, mal, ich bin ein Ehrenmann. Max, wie viele Punkte hast du nochmal? Null. Nämlich noch so an den Anfang, wer hier jetzt der Weltmeister werden jetzt wollte. Deswegen zerstöre ich euch jetzt auch. Und er hat noch nie einen Punkt gewonnen. Geht zum Schluss, wo okay, der Nummer 3 jetzt. Wer ist Erik Ransch? Was? Gronkh. Alter. Keine Ahnung. Guck ich halt nicht. Nee, noch nie mich wirklich mit ihm auseinandergesetzt. Er sagt, Hauptsache er sagt zu ihm so, du bist der YouTube-Genie. Ja, ohne Witz. Also 3-2. Der ist genauso. Ja, der guckt auch überall. Also der guckt. Das ist Schrott. Ich hab noch nie ein einziges Video von anderen YouTubern gesehen. Ja, nein, klar. Außer eure natürlich. Ja, okay, natürlich. Wer ist... Was kommt jetzt? Sag jetzt! Die lacht tatsächlich. Wer ist Rustem Ramach? Simon Desue! Nein! Leon Mascher. Alter. Warum? Warum weißt du sowas? Warum weißt du sowas? Ernsthaft? Rustem Mach. Wie? Hast du es jetzt gerade geraten oder hast du es wirklich gehört? Leon Mascher. Das wusste ich. Alter, ja. Komm, ey. Okay, und wer ist Joshua Weißleder? Simon Desue! Ja! Guck mal, er hat es 100% gewusst, er hat vorhin gelogen. Halt wirklich, er hat gelogen, echt, Leute. Ja. Er hat, guck mal. Lassen wir ihm den einen. Ja, komm, wir lassen ihm mal den Ehrenpunkt hier. Nein, ich wusste nicht, dass der Joshua heißt, ich wusste irgendwas mit Weiß. Bitch. Aber, Alter, das passt ja mal so gar nicht. Der passt so null. Joshua Weißleder. Weißleder und was so. Ja, Leder. Wie kommt man denn auf Simon Desue? Ja, also Simon, okay. Von Joshua, Simon, ja, verstehe ich auch. Aber Desue. Und von Desue auf Weißleder, ist doch ganz einfach klar. Oder? Ist Desue ein Wort für irgendwas? Abkürzung oder so? Für Weißleder. Vielleicht heißt ja Weißleder auf Englisch. Das ist ja, wahrscheinlich. Das muss es sein. Ich dachte, jetzt kommt eine Erklärung. Okay, schade. Nein. Ja, okay. Kommt meine Frau jetzt? Nein. Weißt du, man weiß es nicht, was die, du genau. Die kenne ich nämlich. Vielleicht ist sie schon eine Frau. Weiß nicht. Warum kennst du Frauen? Ich kenne nur eine Frau und das ist meine Frau. Oh. Sag dir, weil ich in der Kamera stehe. Ha! Kuss geht raus. Gay. Nadim. Ahadim. Alter. Was? Nadim, was? Nadim? Kommt der her aus keine Ahnung wo. Na, was gibt's denn so? Leon Mascher hatten wir jetzt schon. Alter, ich hab keine Ahnung. Nein. Safe nicht. Wisst ihr es nicht? Nein. Leute, wie könnt ihr das nicht wissen? Boah, Alter, das ist der einzig wahre. Der Bombenleger ApoRed. Warum weißt du? Die Frage ist, warum weißt du sowas? Ich weiß alles. Der hat es gerade gegoogelt. Ja, ich glaube, der hat gerade beim Duschen. Hat ja, alles. Ja, alle. Stimmt, der hat so gewusst, okay. Top alle 10. Großen so, Ja, Lava Fuck. Ich hab's gekobied. Okay, ja. Ich muss jetzt auch mal wieder ein. Okay, ich muss einfach mehr ran. Jetzt eine Frau? Ich muss mich bereit machen. Jetzt. Ja, das ist sehr schwierig.
Ach, schon wieder so was Komisches. Barbara Davidatis. Barbara Sophie. Shirin David. Ja. Ja. Alter, guck mal. Wie kommt, da kommt die erste Frau und er kennt sich Barbara aus. Bla 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 auf Shirin David. Barbara Davidasson. Das ist David. Und Barbara Babsi halt. Also die hat sich immer auch als Babsi, so manchmal Spitznamen gehabt. Ja, und warum Shirin? Weiß ich nicht, weil es wahrscheinlich auf. Die kommt doch. Wo kommt sie? Iran? Iran und Litauen gemischt irgendwie so? Bruder, du kennst dich aber gut Alter. Aus. Ja, und ich glaube, das ist eine Übersetzung das von Barbara. Von Barbara könnte sein, ich weiß nicht. Vielleicht wisst ihr das in den Kommentaren, schreibt mal rein, warum. Keine Ahnung, David, auf jeden Fall bin ich jetzt. Barbara Sophie. Ich bin jetzt. Barbara Sophie, wieso Barbara Sophie? Ich gesagt. Achso, ja, stimmt. Aber nee. Keine Ahnung, Alter. Wer ist das denn? Wer ist denn Barbara Sophie? Auch nicht. Barbara Sophie hat YouTuberin. Achso, noch nie gehört. Nee, nee, Ding, sorry, ich musste gleich Shit. Einfach an die Pilotin Barbara Sophie denken. Bevor es aber übrigens weitergeht, wir haben seit gestern wieder unseren Merch-Store eröffnet auf themesybrand.de. Also Carina und Chris und ich haben wieder den Merch-Store released, Freunde. Genau. Alles mega rabattiert, Leute. Let's go. So günstig wie nie. Link dazu ist in der Infobox, schaut auf jeden Fall vorbei. Chris und Carina haben sich mega Mühe gemacht, den Shop noch aufzusetzen. Checkt es ab. themesybrand.de. Okay, weiter geht's im Geschehen mit dem Patrick Meier. Oh, keine Ahnung, Patrick Meier. Flying Uwe? Nee. Nein. Nein. Mhm. Ich hab den auch schon mal Flair? Nee. Alter, ich hab. Das ist auch Patrick. Das ist auch Patrick. Ich hab keine Ahnung einfach. Warte, Patrick Meier, ne? Ich weiß es. Ach, keine Ahnung. Hey, nein, wir wissen es. Der sagt, ist zu deutsch, ich kenn nur die ganzen viele, Ausländer. Wie viele Abos hat er? Weißt du, was er für Videos macht? Nein, weiß ich nicht. Simon nein. Will! Nein. Crispy Rob. Nein, das ist ein Russi. Patrick Meier. So richtig altdeutsch. Also ich glaube... Weißt du es echt nicht? Du darfst... Weißt du es nicht? Fresh Torge vielleicht. Über 1 Million. Weit über 1 Million? Ja. Also Krabi, what else? Noch keine 2 Millionen, ne? Hey, warum darf ich nicht? Noch keine 2? KS-Freak. Nein, Digga, der heißt ganz anders. Darf ich nicht mehr raten? Ja, was? Ich weiß es doch nicht, wie die heißen. Also du bist auch raus, ne? Das ich jetzt. Okay. Darf ich nicht mehr raten? Du hast Ratesperre. Nee, aber warum soll jeder davon einen Patrick Meier. Über 1 Million. Ich komme da nicht drauf. Nee, ich bin raus, Mann. Keine Ahnung. Über 2 Millionen? Irgendeinen Namen. Über 2 Millionen? Hat Marvin Magnificent schon? Nee, ne? Über 1 Million? Der heißt bestimmt Marvin. Nein. Ja gut, man weiß nie, ne? Ich weiß es nicht. Keine ja, Joshua Weißleder heißt auch Simon Death. Ja. Oh! Patrick Meier, Alter. Hallo. Ich muss nochmal gleichziehen mit dir ja, hier. Weil ihr euch unter deutschen Namen gut auskennt. Oh Gott, oh, nee. Kommt jetzt der Florian Dietrich. Ach, Le Floyd. Ja! Scheiße, Flo, stimmt. Ja, scheiße, Flo, Bruder. Kacke, Mann. Nein, aber der heißt, wird immer Flo genannt. Ich habe keine Ahnung. Ja, gut, mal wieder. Alter, Kobe. Diese komische Männchen neben mir raten. Das gibt's doch Mann. Nicht. Aber warum habt ihr keine Frauen genommen? Haben sie doch. Haben sie doch. David, Alter. Ich hab Dagmara halt. Was soll ich machen? Okay. So eine Bianca, Bianca Heinicke. Ja, eine Paola Maria, eine Paola Maria. Okay, egal, letzte. Seid ihr bereit für den? Letzten. Für die Spannung. Oh. Okay. Der weiß eh wieder direkt. Guck mal, der Robert Posowski. Robert Posowski. Christian Rock! Ja. Wie heißt er? Robert Posowski. Das passt sogar nicht. Warum hätte der nicht. Ja. Deswegen Crispy Rock, Robert. Ja. Du hast 3, ich hab 1. Und herzlichen Glückwunsch, Kobe! Kobe hat 6. Nee, 5. 6. 1. Kobe ist der YouTuber am echten Namen Raten-Weltmeister, meine Damen und Herren. Also jetzt können wir uns denken, wer am meisten auf YouTube seine Zeit verbringt. Ja, überlegt, warum man keine Zeit hat. Wie wir ja schon gesagt haben, Freunde, gibt es jetzt eine geile Bestrafung. Und zwar ist ja Kobe der offizielle Weltmeister hier geworden. Und er darf jetzt mir, wenn ich letzter bin, 2 Schellen verteilen und Max 1. Okay, also Platz 2 kriegt jetzt 1, kommt wieder weg. Oh nee, aber nicht zum Haus, Bruder. Wo willst du hin? Der Bierkasten. Alter, also Max sieht aus, den Kobe ist Max, so ein kleiner Junge, ich schon. Okay, los jetzt. Hühne. Alter, der hat auch so Hände, guck mal. Richtige Ordnung. Ey, wie früher hier die türkischen Mamas mit der Bartelatschen, ey. Ja, mach du jetzt. Mein Kopf hat voll gesittert. Oh. Okay, ich bin raus. Die hätten wir schon softer geben können.
2 auf eine oder links, rechts? Weißt du was? Beim nächsten Mal, wenn er verliert, gibt's alles doppelt zurück. Das muss er sich merken. Das war dann hier auch das letzte Mal, dass er vertreten war. Sag's ja nur, du kannst ja überlegen. Was machst du jetzt von beiden Seiten? Recht gleichzeitig. Altes Feuer! Guck mal, ich habe ihn richtig eingeschüchtert. Ja, Freunde, genau, die wohnen nämlich gerade hier bei uns und deswegen nur Max nicht. Max rief nochmal. Kelly Family und Max. Also Leute, das war's schon wieder mit dem Video. Wenn ihr nochmal einen Teil wollt, wo wir irgendwas erraten, schreibt es doch bitte gerne in die Kommentare und dann sehen wir uns schon wieder. Beim nächsten Video checkt mal 70 Brand vorbei. Genau, Leute. Link dazu ist in der Beschreibung. Gönnt euch noch was vor Weihnachten und dann sehen wir uns schon wieder beim nächsten Video. Bis dahin. Ah, ich wollte noch kurz was sagen. Am Samstag kommt kein Video. Also morgen kommt kein Video um 14 Uhr, sondern erst wieder am Sonntag. Genau. Ich fahre nach Hause und deswegen schaffe ich es leider nicht. Aber wir sehen uns Sonntag wieder. Tschüss.